So, und jetzt gucken wir mal, was für Splash-Screens gekommen sind. Mit der Beta. Da muss ich jetzt den Fotos. Hier haben wir's. Also hier ist dazu gekommen am Donnerstag, dass in Fotos ein ganz neues Design, neue Collections gekommen sind und das alles voll zu customizen ist. Dann in Home, was ich aber nicht nutze, sind neue Funktionen im Kontrollzentrum dazu gekommen, Geräte auf der Apple Watch und anpassbarer Gästezugriff. Dann in Apple TV, Insight für Apple TV Plus, automatische Untertitel und Dialoge verbessern. Dann in Notes. In Notes gibt es Audio Transkription, Mathematik kann man in Notes machen, Mathematikaufgaben lösen lassen, Highlighting und Collapsible Sections. Dann in Translate, also übersetzen, gibt es neu Hindi, also dass die Sprache Hindi dazu gekommen ist. Und Favoriten auf allen Geräten und Transliteration. Dann gibt es Neuerungen in Apple Podcasts. Precise Sharing. Schnellere Suche und mehr Playback-Control. Genau. Und hier noch Apple TV. Insight für Apple TV Plus. Automatische Untertitel und Dialoge verbessern. In Home. Im Kontrollzentrum neue Funktionen, Geräte auf der Apple Watch und anpassbarer Gästezugriff. Und in Fotos ganz neues Design, neue Collections und fully customizable. Genau. Und dann ist noch neu in dieser neuesten Beta das Einfärben der Icons entsprechend dem Wallpaper. Also das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein dunkles Wallpaper hat, werden die Icons auch dunkel. Dann Emoji-Bugfix, also ein Bug in den Emojis wurde gefixt. Also dass die zuletzt genutzten Emojis wieder korrekt angezeigt werden. Dann die Banking-Apps funktionieren wohl auch alle. Ich habe jetzt zwar keine drauf, keine Banking-Apps, aber die funktionieren wohl alle. Und als Fazit lässt sich über iOS 18.1 Beta 2 sagen, dass es sehr solide läuft, dass es
gut läuft und dass es, ja, dass es halt einfach solide läuft. Also dann danke ich euch fürs Zusehen und sage bis bald, bis zum nächsten Video. Tschüss!